Wir sind live am Kaltenbach und wir wollen euch jetzt ein paar wirklich coole Metal-Fans vorstellen. Und einer der coolsten steht gerade neben mir. Und zwar ist das der? Werner aus Kirchhoff von Reims. Kirchhoff von Reims, Oberösterreich, gell? Jawohl. Wie gefällt dir das Kaltenbach bisher? Entspricht das deinen Erwartungen? Ja, wir waren letztes Jahr das erste Mal dort. Es war genau mein Festival. Es ist sehr familiär, sag jetzt einmal. Sie wie ein Kind von mir. Und es ist ein sehr geiles Festival. Es sind einfach nicht zu viele Leute und es ist mein Festival. Wie gefällt dir denn eigentlich das Festival heuer? Geht so. Also das Line-Up ist Geschmackssache, sagen wir mal so. Aber es ist immer wieder schön, ein paar Leute zu treffen, die man so kennt. Euch alle. Und ja, gefällt mir bis jetzt eigentlich ganz gut. Das Wetter passt, alles leibend. Eine Frage zum Schluss: Warum hast du so coole Aufnäher und warum bist du überhaupt dermaßen cooler Metal-Fan? Naja, ich bin einfach im Prinzip damit aufgewachsen. Mein Stiefvater war im Prinzip ein Metaler und im Prinzip, ja, bin damit aufgewachsen. Ja, ich finde einfach, das Kaltenbach-Festival ist mit Abstand das beste Festival, was es einfach gibt auf der Welt. Da kann Wacken scheißen gehen, Metal Day scheißen gehen, es ist einfach Kaltenbach das Beste, was es gibt. Where are you from? Montenegro. Oh. So far away. And do you like this festival? Oh, yeah. No, but seriously, are you asking me for real? Oh my God, yeah, it's super nice. Wir sind wieder mal live am Kaltenbach Open Air 2016. Und auf der Suche nach den coolsten Metalheads aller Zeiten. Und ich glaube, es schaut ganz gut aus. Wir sind fündig geworden. Die Typen da sind extrem cool. Wart ihr schon im Kaltenbach baden? Nein, das ist zu kalt. Das ist der Fluss. Ich bin Warmduscher. Ich würde es als Bach bezeichnen, aber ja. Warmduscher. Warmduscher! Ausgezeichnet, vielen lieben Dank. Liebe Freunde der Metalpresse. Wir sind am Kaltenbach Open Air 2016 auf der Suche nach den allercoolsten Metalheads aller Zeiten. Und wir sind ziemlich nah dran, dass wir die gefunden haben. Und zwar sind das die Kernel Grinders, glaube ich. Die haben wir letztes Jahr schon einmal interviewt und die sind dieses Jahr, glaube ich, noch extremer drauf. Naja, das grundsätzliche Problem ist ja derer hier. Wir haben keine Instrumente mehr. Sie sind abhanden gekommen auf verschiedenste Art und Weisen. Wir sind ziemlich sicher, dass auch da mal da reingefallen ist, aber sie ist jetzt fort. Also ich weiß jetzt nicht, was ich da. Im Verstärker haben wir noch quasi, da ist er. Ja. Aber die Gitarre ist. Kannst du dich auf einmal erinnern mit den roten Haaren? Der Zaute, der hat Trolls gehabt das letzte Jahr. Kann das sein? Möglicherweise, das wissen wir nicht mehr. Aber ihr seid gute Erinnerung bei ihm, wir haben uns an euch erinnert. Könnt ihr irgendwas anderes improvisieren? Es muss ja nicht unbedingt Musik sein. Könnt ihr eine kleine Performance hinlegen, irgendwas in die Richtung? Wie gesagt, die Gitarre ist aber unten, die war im Bach, gut ist sie. Was soll ich da? Naja, es tut mir leid, aber nächstes Jahr sind wir der festen Überzeugung, dass wir mit einer neuen Gitarre und dementsprechend auch mit einem Boss vielleicht auftrumpfen können. Ich meine, wir können ein paar Gitarrenriffs summen. Ja. Vielleicht kennt das Lied irgendwer. Und das war jetzt Black Metal, oder? Das war die beste Band aus unserem Umfeld. Nachdem ihr musikalisch top drauf seid und auch stimmlich voll auf der Höhe, hätte ich jetzt folgende Challenge für euch, und zwar summt uns einmal eine typische Power-Metal-Nummer, eine typische Black-Metal-Nummer und einmal eine Grindcore-Partie. Das Grindcore wird schwer. Aber wir bauen einmal wieder auf unser Fresh-Metal auf, nachdem wir das schon mal gehabt haben. Von der besten Band, ich hab's vielleicht schon was gehört, Justice Lost. Feiner sind Lieder wie Breaking the Law oder We're Not Gonna Take It. Glauben wir halt, wir haben's halt gehört, Werner. Ja, wie dem auch sei. Starten wir wieder aus, gute alte Abyss. So, was kommt jetzt? Jetzt kommt Thrash. Abyss von Justice Lost. Thrash Metal. Das ist ganz einfach. Halt die Gosch. Okay, passt. So weit raus ist gar nicht. Sicher. Halt die Gosch, das passt schon. Okay, das haben wir passt. So, jetzt hätten wir richtig gerne Power Metal. Ich hoffe, ihr habt es auch drauf. Ja, das ist extrem. Das ist eine extreme Herausforderung. Power-Metal ist schwer. Das ist unfair. Es sucht keiner Power-Metal. Das ist ein Blödsinn. Bei uns hört jeder Power-Metal und das sind die coolsten Typen überhaupt normalerweise.
an und für sich will kein neues Intro machen für Holding On. Weißt du, wenn der Marc Hudson auf die Bühne stemmt und dann geht er immer raus. Das klingt ja schon fantastisch. Jetzt. Ein Solo, so ein Lungenvolumen haben wir nicht. Ja, leider. Zum Beispiel Dragonfast, das hätten wir, weiß ich nicht, da 10 Minuten sowas machen können. So, jetzt fehlt noch eine richtige Black Metal Nummer. Okay, ganz wild. Mal, ich brauche einmal ein lauteres Schlagzeug. Geht das lauter? Weltklasse, Jungs, ihr habt es drauf. Ja, und wieder macht's sein. Besuch zum nächsten Jahr wieder. Da am guten alten Spital auf Lordbankerl sind wir zu finden, die Kernel Grinders. Auf der Suche nach den coolsten Metalheads vom ganzen Kaltenbach. Grüß euch. Wir sind gerade auf der Suche nach den coolsten Metal-Fans überhaupt. Wunderbar, das freut mich total. Jetzt die erste kritische große Frage. Macht ihr Power Metal am Kaltenbach? Ja. Ja, Power Metal ist cool. Wir sind nach wie vor am Kaltenbach 2016 und wir sehen gerade, dass das Campen ganz wilde Formen angenommen hat. Und zwar zäunen sich die Leute mittlerweile ein. Jetzt werden wir mal nachfragen, warum das so ist. Grüß euch. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir haben da eine Frage und zwar, warum zäunt man sich am Festival eigentlich ein? Das ist unser Gartenzaun. Gartenzaun. Das heißt, ihr habt euch da richtig ein Grundstück abgesteckt, oder? Nein, das ist die Absperrung. Das war die Absperrung vom VIP-Bereich. Ah, das war schon da sozusagen. Wie gefällt es euch generell am Festival? Alles okay? Ich bin seit einer Viertelstunde da, ich kann euch noch nicht viel sagen. Wie hat es dir bisher gefallen? Sehr gut. Ich kann mich halt nicht mehr an viel erinnern, aber das, an was ich mich erinnern kann, war sehr gut. Waren da Bands auch dabei oder nur campen? Nein, Bands auch dabei. Also du warst da drinnen am Gelände sozusagen. Und wie würdest du das Kaltenbach beschreiben, wenn du es in 2-3 kurzen Sätzen beschreiben müsstest, deinen besten Freunden oder deinen ärgsten Feinden? Es ist einfach das geilste Festival in Österreich. Es ist klar, es ist lieb, das hat eine familiäre Atmosphäre und ja, es soll bitte auch so bleiben. Also du sagst, es ist empfehlenswert? Sehr empfehlenswert. Wir haben ihn wieder vor der Linse, wieder mal, unseren Joe Cocker-Fan oder Joe Cocker-Imitator eigentlich. Kannst du uns wieder mal was singen? Nein, das mal nicht. Nein. Aber du bist nach wie vor Fan, oder? Nach wie vor Joe Cocker-Fan. Ja. Wunderbar. Ja, das wollen wir jetzt schon noch hören zum Schluss. Komm. Das bin ich jetzt selber gespannt. Was? Sind Joe Cocker ausgelassen oder was? Ohne Aufwärmen. Okay. Das ist voll gemein. Das ist voll gemein. What would you do? Lucky that. Weltklasse. Danke vielmals. Danke. Liebe Fans der Metalpresse, wir sind am Kaltenbach Open Air 2016 und suchen noch immer die coolsten Metalheads aller Zeiten. Und ja, da neben mir stehen ein paar Typen, die schauen extrem hart aus. Ich versuche es jetzt einmal, die zum Interview zu bringen. Hallo Jungs, grüß euch. Wir sind gerade auf der Suche nach den coolsten Metalheads aller Zeiten und ihr macht mir den Eindruck, als würdet ihr da dazugehören. Könnt ihr das bestätigen? Weiß ich nicht. Warum seid ihr so cool, wie es ausschaut? Hat das einen speziellen Grund? Cool. Muss ja klar auch so offen. Ne? Ja, auf uns wirkt es einfach extrem hart und cool. Das gefällt mir. Wie lange seid ihr schon dabei in der Szene? 30 Jahre. Ja, fast 30 Jahre. Und wie lange seid ihr schon am Kaltenbach? Beim ersten war ich nicht und wie ich einmal am Rad gespielt habe, war ich nicht, sonst war ich immer da. Ja, wunderbar, das gefällt uns. Und wir sehen da, ihr habt schon einen Haufen Merchandise gekauft. Was hat euch speziell gefallen bisher? Bei den Bands meinst du, oder? Generell, Festival-Bands. Exodus, gell, wahrscheinlich. Ja, weil ich mich noch erinnern kann, oder? Der einzige Bit, was du noch erinnern kannst.
So, das ist einfach das familiäre Flair darum. Das sind nicht so viele Leute. Du triffst jetzt alle gleichen Leute. Es geht weniger um die Musik alleine. Wurscht, was spielt, du kommst trotzdem her, weil du immer die gleichen Leute triffst. Deine Freunde, die du jahrelang nicht siehst, sind alle da. Gibt's Vinyl zu kaufen? Ich hab gesehen, ihr habt euch schon eingedeckt. Ja, ja, es sind ein paar Händler da, die sind überall. Ne? Die kennt man und da kauft man. Aber von den Bands direkt gibt's kein Vinyl. Also ihr habt nichts gesehen? Oh ja, gestern war. Kommst du her? Weiß ich nicht. Ja, war nicht. Zu wenig. Ja, wir kaufen also nicht die neuesten Sachen, da kauft man ein bisschen was Altes nicht und das sucht man sich aus. Zahlt man ein bisschen mehr. Das gefällt uns, das sind richtige Die-Hard-Metal-Fans, so wie es gehört. Ich wünsche euch ein wunderbares Festival und ich hoffe, ihr habt noch eine Menge Spaß da und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Klar. Blöde Frage. Sind ich jetzt Jahr da? Wunderbar. Why are you here? How do you come to Austria? I'm a student in Vienna. Ah, you're a student. You're all students here. No. Sie sind Österreicher. Ja, wir sind aus Wien. Das ist voll. Ja, es ist ziemlich geil, also die Location ist der Hammer. Viel besser als einige populärere Festivals, muss man ehrlich sagen. Die Berge, die Luft und trotzdem noch geile Musik dazu, also es ist eine super Kombi. Wahre Metal-Fans aus den USA, aus Österreich natürlich. Was fällt euch zum Thema Kulinarik ein? Ui, warum ich als Erster? Also hier vor Ort, ja, es gibt schon ein nettes Angebot. Ich meine, ich esse jetzt zum Beispiel kein Fleisch, das ist ein bisschen weniger für mich, aber sonst alles super. Okay. Do you like Austrian food? Fuck yeah. Fuck yeah? Yeah, and the beer is amazing. And the beer is amazing too. It's better than States? Yeah, we want to stay here forever. We would never want to go back. We never want to go back. I see. Yep. You're really enjoying your trip here in Austria. Love it. Love it. Yeah. Absolutely cool. Thanks a lot. Welcome to hell. Zurück aus Kaltenbach Open Air. Wir haben heute wieder besondere Gäste hier und hier unter uns befinden sich auch die Crew von Pussy Metal. Jetzt mein erster Interviewpartner von Pussy Metal. Wie definierst du Pussy Metal? Ja. Pussy Metal ist einfach eine Institution in Österreich und von Pussy Metal sollte man schon einmal gehört haben und wenn nicht, dann muss man einfach nur schreien. Schreien ist einfach immer wichtig. Schreien kann man immer, nämlich Pussy Metal! Schreien funktioniert immer. Absolut wahre Fans von Pussy Metal, definitiv. Man hört ja hier den Urschrei des Pussy Metals. Das Kaltenbach ist einfach das geilste Festival in Österreich. Weil es halt einfach die ganze Umgebung einfach super ist, es passt super dazu, es passt die Musik in die Umgebung ein, es ist einfach spitze. Das finde ich schön, dass es wieder gibt, dass das funktioniert hat, dass das passt. Wie findest du das Kaltenbach bis jetzt? Einfach Wahnsinn. Jedes Jahr. Also jetzt dabei 3 Jahre jetzt schon dabei. Wunderbar.